Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Das neue Format Mitmachhäkeln und Stricken startet. Und als allererstes habe ich hier für euch eine kleine Übung. Nächsten Freitag fangen wir ja mit dem großen Tischläufer an, den ich euch gestern vorgestellt habe. Und hier haben wir schon mal so eine ganz kleine Übung von einem ganz süßen kleinen Deckchen mit zwei Herzchen, wo wir uns das Filetthäkeln genau anschauen können. Ich habe versucht, in dieser Dreier-Videoreihe sehr langsam zu arbeiten, so dass wirklich jeder sieht, wo wird eingestochen, wie genau geht Filetthäkeln. Und ich habe es versucht, euch wirklich ganz genau zu erklären. Sollte ich ein paar Punkte vergessen haben zu erwähnen oder zu erklären, bitte unten in die Kommentare. Einen kleinen Trick für den Rand, wie der unbeweglich wird, habe ich euch ganz am Ende dann, wenn wir beim Rand sind. So, für diese kleine Fingerübung, das Deckchen ist ungezogen, habe ich so 31 cm, 32 dann gezogen. Würde ich jetzt mal schätzen. Und 23 cm schaffen wir auf 24, würde ich schätzen, gezogen. Wer sehr stark zieht, schafft es auch auf 25. So könnt ihr es euch mal anschauen. Das ist jetzt die kleine Fingerübung für das Thema Filetthäkeln. Das startet morgen. Das verkürzt uns auch ein bisschen die Wartezeit, bis unsere Wolle da ist für den großen Tischläufer. Weil der startet dann nächsten Freitag. So, ich hoffe, ihr habt viel Spaß bei diesem süßen kleinen Deckchen. Ich arbeite hier mit einer ganz einfachen Baumwolle. Das könnt ihr auch, guckt mal einfach mal nach, was ihr noch an Baumwolle oder Polywolle geht auch. Für die Übung reicht auch eine Polywolle, das geht wunderbar. Schaut einfach mal, was ihr da so Schönes da habt. Oder vielleicht noch einen Bobbelrest, weil wir brauchen nicht viel. Ich habe einen 50 Gramm Knäuel angenadelt und ihr seht, die Hälfte ist noch ungefähr da. Wenn ich das jetzt so schätze, gut, die Hälfte ist noch da. Also so 25 Gramm braucht man. Es ist nicht viel. Schaut einfach mal, dass ihr irgendwie einen Rest da habt oder so. Und dann könnt ihr diese kleine Übung mitmachen. Die Wolle, die ich hier benutzt habe, die verlinke ich euch selbstverständlich wie immer unten in der Infobox. Weil ich muss gestehen, ich liebe den Farbverlauf. Der ist so richtig schön sommerlich, freundlich, fröhlich. Ich liebe diesen Farbverlauf einfach. So, euch wünsche ich morgen ganz viel Spaß, wenn diese kleine Übung beginnt. Dieser kleine Deckchen, ja doch, Deckchen passt. Und lasst mich mal in den Kommentaren wissen, ob ich noch irgendwas vergessen habe zu erwähnen. So, meine Lieben, ich sage Tschüss. Ihr schaut mal nach einer Wolle, weil das geht wirklich ganz schnell, ist angenehm zu machen. Dafür hat jeder Zeit. So, also, ihr wisst Bescheid. Ich sage jetzt Tschüss, verabschiede euch in den Feierabend und wir sehen uns morgen bei Teil 1 von diesem süßen kleinen Deckchen.